Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Kirby und das vergessene Land mit einer Schlacht auf einer Blizzard-Brücke. Seit dem letzten Mal habe ich im Übrigen jetzt den verschwundenen Waddle Dee geholt. Das seht ihr auch daran, dass ich den Hammer habe. Ich war zu faul, den abzulegen. Mache ich jetzt eben. Das habe ich jetzt ganz kurz vor der Aufnahme eben kurz gemacht. So, wer von euch beiden habe ich lieber? Dich. Außer ich muss was durchdrehen, dann hätte ich den anderen lieber gehabt. Bam. Ich kann warten. Tschüss. Boah, ich will gar nicht wissen, wie stark der Bremssplit gegen den Bär. Schön, dass es abprallt. Ja, hau ruhig weiter in die Luft. Tschüss. Nimm dich mal mit. Ja, das Meta-Knight-Schwert. Ich kann es endlich nutzen. Ich habe den Weg diesmal gesehen. Der letzte Geheimweg war nämlich, dass ich den übersehen habe. War halt wieder so eine Sache für sich. Ihr habt euch da bestimmt dann nämlich wieder gedacht, oh, Shining. Wie kann man sowas übersehen? Kennt euch doch. Da ist ein Gesuchposter. Ich sehe es diesmal. Soll ich die Post abreißen? Ich tue es einfach. Ja, ich soll Gesuchposter abreißen. Ich finde das mit dem Schwertstall richtig gut. Aber sobald man einmal Schaden bekommt, ist Meta-Knight-Schwert einfach nur eine stärkere Version vom normalen Schwert. Also das macht generell mehr Schaden. Brauche ich Wind? Einfach kaputt schlagen. Es wirkt so, als würde ich Wind brauchen. Wind? Ecke. Was darf ich mir diesmal holen? Ja, ich brauche Wind. Gut, dass man es immer angeboten bekommt. So, ich brauche den Stopper, weil da ist was zum Freischießen. Oh, das ist auch Zeit. Einfach ballern. Passt schon. Komm. So, wo ist gesucht, Poster? Einfach rumschießen. Irgendwann treffe ich schon. Oh, ich bin ausverkauft. Tut mir leid, Leute. Heute keine Getränke mehr. Ich wusste übrigens nicht, dass ich mich mit den Getränken hochheilen kann. Das wusste ich wirklich nicht. Bevor ich hier weggehe... Ja, genau. Sowas immer überprüfen. Ob irgendwo sich was getan hat. Ob da was zu finden ist. Wir haben aus Vergangenheit gelernt, man verpennt diese Dinger echt gut. Und tschüss.
Der Wind ist perfekt gegen Bonkers. Vor allem in so einer Ecke. Vor allem, weil ich damit halt durchgehend zu einer Attacken hätte kommen kann. Ach, was ich mir auch vorstellen kann, komplett ohne Fähigkeiten, die bekämpfen. So, wir wissen ja, wir brauchen stets die Fähigkeit, die da hingesetzt wird. Komm her. Oh, Geld. Als ob ich das nicht sehen würde. Hau ab. Tschüss. Auf Zeit? Auf Zeit wahrscheinlich. Komm. Oh, ich darf mit dem Auto da hoch. Zum Glück. Einmal Kirby! Hui! Zack! Hab ihn! Easy! So, und um wie wollen wir wetten, dass ich hier richtig liege mit Bekämpfe sie ohne irgendeine Spezialpower? Ist mir egal! Ich rette ihn! War mir egal, dass er da unten ist. Ich habe ihn auch nur zufällig gesehen. Und ich sehe schon den Geheimweg. Oh, zwei Gegner. Zwei Frostpopos. Autsch. Autschen. Mir fällt ein, ich habe bisher keine Aufwertung fürs Eis bekommen. Chuck! Tschüss! Oh, er hat mich gegessen. Niemals! Scheiße, jetzt hat der mich gegessen. Bin noch nicht zum Essen da. Tschüss. Dich esse ich. Dich friere ich weg. So, was ist hier drin? Eine Blaupause für Eis wahrscheinlich. Ja, Eisbett, Eis. War doch klar, dass wenn ich es schon anspreche, dann muss doch eine Blaupause dafür kommen. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Chili. Also Eisbett. Ah, ich sehe schon, wie das funktioniert. Roll! Hui! Easy! Waddle gerettet! Und was wetten wir? Das ist die Aufgabe, die ich gerade eben jetzt genannt habe. Schaffe alle ohne irgendeine Spezialpower. Ich wette darauf. Da ist was. Oh. Gekauft. Ich habe ja zwei Aufgaben verpennt.
Doppelwilde Eisbett ohne getroffen zu werden. Ihr seid witzig. Und die andere Quest ist hundertprozentig ohne Spezialpower. Ich werde es einmal ohne Spezialpower offscreen machen. Der nächste Boss steht an. Das sieht mir nach König DDD aus. So, wir haben noch zwei Questen vor uns, aber vorher Waddle die Stadt. Oh, da oben ist er fertig. Was hat er denn für mich? Du kannst ab sofort Roll Kirby Roll spielen. Ich hab beim nächsten Mal, wenn Sunny da ist, oftmals zwei Minispiele zum Spielen. Ich wünsche mir, dass diese Stadt noch so riesig wird, ne? Dass es hier am Minispielen nur so. Minispielen nur so wimmelt. So, ich bin gespannt. Was kann der Eisbär? Schneller vereisen oder den Eisschild eventuell? Ich kann es kaum erwarten, endlich wird das Eis mal aufgewertet. Das ist bisher so schwach. Feuer! Los! Ja, jetzt habe ich Eisbett-Eis. Was kann das? Dieses Spezialpower verleiht einzige Kräfte und einen echt niedlichen Hohl. Stoße kalten Wind aus und erschaffe so eine Armee aus Eisbett-Schneemännern. Was? Ach, jetzt kann ich auch so ein Geschoss machen. Ich brauche keine Gegner mehr dafür. Weiß ja, okay, das könnte stark sein. Das ist gut. Nicht Hauptmenü. Ihr seht übrigens 33% bisher. Okay, Eisbett klingt gut. So, hier ist eine Aufgabe und da ist eine Aufgabe. Immer da, wo ich schon weiß, dass ich dahin will. Und wieder natürlich was mit einem Auto. Mit dem Auto, das ist auch überhaupt nicht zum Kotzen. Was für ein Geil ist das für eine Riesenwand? Einfach umnieten? Einfach umnieten. Ui, ich spring durch Ringe. Das ist ja easy. Easy. Komm. Perfekt. Um Gottes Willen. Hui. Okay, das habe ich im Leben nicht geschafft. Ich schaff's ja so noch nicht mal. Boah, last second. Hey, das mache ich 100% noch mal, aber offscreen. Ich zwinge den Sunny, das zu machen. So, Eisschatz mit Eisbett natürlich. Oder? Nee, normales Eis. Oh. Eisbett ist viel cooler. Dann die Rutschpartie. Oh, schon wieder mit diesem Wind.
Tschüss. Stimmt, warum fliege ich nicht einfach? Tschüssikowski. Ich rutsch einfach mal durch, ne? Ignoriere euch alle. Hätte auch einfach drüber springen können. Aber war noch in der Zeit im Gegensatz zum anderen. Okay, Leute. Den Bosskampf gibt's beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill? Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.